Eine kleine Spritztour an die Peripherie südlich von Wien. Zur Burgruine Liechtenstein bei Mödling. Ferdinand Georg Waldmüller, einer der bedeutendsten Maler des 19. Jahrhunderts, der lange Zeit sich als Porträtist verdingt und gutes Geld damit verdient, vor allem aber auch als gefeierter Stillleben-Darsteller und Landschaftsmaler, der 1835 auch als Rat der Akademie der Bildenden Künste berufen wird und als Lehrender an diesem Institut Freilichtmalerei unterrichten wird. Schlussendlich wird Ferdinand Georg Waldmüller als Landschaftsmaler wiederentdeckt werden, und zwar von den Sezessionisten im späten 19. Jahrhundert. Sie werden ihn als Prä-Sezessionisten bezeichnen. Wie kommt es zu dieser späten Ehre eines Künstlers, der in Ungnaden gefallen und von der Akademie der Bildenden Künste suspendiert wurde? Wenn wir dieses Bild näher betrachten, dann erschließt sich seine Leistung sehr unmittelbar und rasch. In all der Absurdität und dem Faszinosum dieser Darstellung, der Titel »Die Burgruine Liechtenstein« ist fast konterkariert durch den Umstand, dass wir diese gerade zwischen den Baumgruppen ein wenig durchblitzen sehen. Nicht mehr von dieser Ruine als ein klein wenig Mauerwerk. Die volle Konzentration des Ferdinand Georg Waldmüller in seiner lichtmalerischen Ausformulierung obliegt der Darstellung dieses breiten, in der spätnachmittäglichen Sonne daliegenden, ausgefahrenen Weges, wo wir die Wagenspuren tief eingegraben wahrnehmen können und staubiger Sand, die Steine, die aus dieser weggeaperten und niedergedrückten Sandmasse herausstarken, das alles erleben wir materialhaft, körperlich, haptisch erfahrbar, indem Ferdinand Georg Waldmüller das Licht einsetzt, um diese Qualitäten der Materialität herauszukristallisieren. Ein Vorwand, wenn man so will, der Titel des Bildes und das eigentliche Thema. Umso erstaunlicher, wenn wir das Bild ganz genau betrachten und diese langen Schlagschatten, die von zwei Pappeln quer diagonal über diesen einsam daliegenden Weg, diese Biegung sich drüber werfend gezeigt sind. Inmitten dieses Schattens entdecken wir bei genauem Hinblicken eine Reisigsammlerin, die sich augenscheinlich vollkommen erschöpft von ihrem Tun hier eine kleine Pause gönnt. Und wenn wir den Blick diesen Weg, die Biegung entlang schweifen lassen, direkt quasi am Horizont, am Ende dieser Kehre, eine zweite, jüngere Frau, ebenfalls mit einem Tragekorb, einer sogenannten Putte am Rücken, die auf die ältere Erschöpfte hier zu warten scheint. Ein Landschaftsbild weit abgehend von den Traditionen des 18. und sehr frühen 19. Jahrhunderts im Sinne einer heroischen, arkadischen, zugespitzten Ideallandschaft. So real, so körperlich erfahrbar, so konkret wie nur irgend möglich. Und doch, dieses letzte Restquäntchen, Tradition, bleibt im Bild erhalten. Eine Landschaft, die nicht mit Menschen bevölkert ist, und handelte es sich nur um Staffagefiguren, die zufällig hineingewürfelt dargestellt werden, eine solche ist nahezu undenkbar. Waldmüller, der seine Bilder ja verkaufen will und verkaufen muss, weiß sehr genau um diese Sehtraditionen und Erwartungshaltungen. Er wagt es nicht, das Landschaftsbild in letzter Konsequenz vollkommen menschenleer zu fertigen. Ein kleines letztes Zugeständnis an die Sehgewohnheiten seines Publikums. Und doch, so wie er Landschaft darstellt, mit dem Augenmerk auf Materialien, auf die Qualität dieses haptisch erfahrbaren
ist er definitiv ein Erneuerer, ein Reformer, ein Revolutionär. Und als solcher wird er gefeiert und wahrgenommen werden, zeitverzögert. Übrigens, ein Jahr vor seinem Tod wird er von Kaiser Franz Josef I. rehabilitiert werden. Bis dahin hatte er große Probleme. Die Suspendierung der Akademie der Bildenden Künste ging einher mit einer kleinen, schmalen Apanage, also einer monatlichen Zahlung. Und er wird zwischenzeitlich sogar in der Räumlichkeit des Modegeschäftes seiner zweiten Frau Anna Bayer, die gelernte Modistin ist, in der Nähe der Burgruine Liechtenstein bei Mödling in der Hinterbrühl seine Bilder feilbieten müssen. Aber er wird wieder entdeckt als bedeutender, wichtiger Künstler, wird sogar in London ausstellen und schlussendlich ist er als Künstler mit seinem Ruf wiederhergestellt. Erfahren Sie die Qualität der Materialität in den Darstellungen der Landschaftsbilder von Ferdinand Georg Waldmüller als etwas herausragend Faszinierendes. Geben Sie sich der Aura dieses im ersten Moment paradox wirkenden Landschaftsbildes hin. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit Ihnen in der Österreichischen Galerie Belvedere.